Ja, hallo und willkommen bei Kane HD und zu einer neuen Folge, nämlich genau zur vierten Folge von Arc Age. Ja, und wir sind beim letzten Mal, haben wir hier ein paar Quests noch erledigt und hatten hier drin ja mit diesem, was war das, ein Major oder so, ne? Wer war das hier? Ein Baron war es, genau. Mit dem Baron gesprochen und ja, jetzt geht's weiter. Wir sollen ja hier dieses Feenblatt in der Träne, ist ein Feenblatt in der Träne des Riesen. Und das machen wir natürlich, aber hier haben wir noch einen Questgeber. Und das nehmen wir noch mit an. Ein Vita-Samen. Okay. Hallo, kommst du zufällig bei den Ställen vorbei? Könntest du mir dann kurz helfen und dieses Wildschweinferkel zu Daniela, der Stallhilfe, bringen? Ich habe mich unten in den Minen verhoben und kann gerade nicht schwer heben. Klar. Und wie geil ist das denn? Wie geil ist das denn? Da hinten sitzt ein kleines Wildschwein drin. Haha. Wie cool. Wie cool. Aber der hängt auch nur hinten an der Kapuze irgendwie, ne? Aber das gefällt mir gut. Wenn wir springen, fällt es nicht raus. Nee. Ja, halte ich gut fest hier. Halte ich gut fest. Ja, cool, cool, cool. Ja, wenn wir hier runtergehen, sollen wir das mitnehmen. Geht klar. Können wir damit rennen? Nicht, dass es rausfällt. Na, fällt nicht raus. So gefällt mir das besser. Ah, wie geil ist das denn? Da sitzt ein kleines Wildschwein drin. Ja, voll süß, oder? So, okay. Sind wir gar nicht viel schneller. Ja, hier müssen wir hin. Hier ist auch noch ein Questgeber. Ja, gehen wir erstmal hier das Wildschwein abgeben, oder? Was war denn das? Irgendwelches Obst? Was ist das? Ah. Was haben wir bekommen? Kartoffeln. Ja, Kartoffeln, nicht schlecht. Da Ding, da Ding, da Ding. Da gehen wir dahin. Halli, hallo, was ist das? Ah, ein öffentlicher Stall. Für die Zucht von Reittieren bestimmtes Land. Ah, cool. An diesem Ort platzieren Feldfrüchte. Platzierte Feldfrüchte sind für 72 Stunden lang geschützt. Okay. Na gut, hier gehen wir mal her. Hallo. Ist das das Ferkel, das Harzahn mir versprochen hat? Er sieht so glücklich aus. Du weißt, wie man mit Tieren umgeht. Das muss man dir lassen. Wie wär's, wenn du selbst ein Wildschwein aufziehst? Ja, cool, unser eigenes Wildschwein. Ja, natürlich. Wenn du ein Wildschwein aufziehen willst, solltest du eine Vita-Wurzel an das Ferkel verfüttern, um sein Wachstum wie von Zauberhand zu beschleunigen. Sehe den Vita-Samen, den ich dir gab, hier im Stall aus und ernte dann die Vita-Wurzel, sobald sie herangereift ist. Okay. Es ist etwas aufwendig, die Vita-Samen zu ernten, aber es ist die Mühe wert. Und keine Sorgen, falls sie dir mal ausgehen, du kannst bei mir guten Stall, was? Bei jedem guten Stallknecht in Nuja neue kaufen. Pflanze einen Vitasamen beim Stall. Wenn der Vitasamen zu einer Vita-Wurzel herangewachsen ist, ernte die Vita-Wurzel. Okay, jetzt ist unser Schweinchen weg. Aber hier sind ganz viele andere Schweinchen. Blaues Schwein oder schwarzes Schwein, ein weißes Schwein und ein braun-gelbes Schwein. Okay, Vita-Wurzel pflanzen. Ernte die Vita-Wurzel, pflanze die Vita-Wurzel. Dann, okay. Ah, rot geht wahrscheinlich nicht, gelb geht, oder? Ah, cool. Wurzel pflanzen. 25 Sekunden, okay. 25 Sekunden, so lange können wir uns hier die Schweinchen nochmal anschauen. Die kleinen Schweinchen. Hallo. Hehe, das gefällt mir. Ein weißes Schwein. Und? Hallo. Halt. Das ist auch süß.
süß. Also wenn wir uns hier eins aussuchen können, bin ich am überlegen, was ich für eins nehme. Was jetzt? 59 Minuten? Verbleibende Zeit? Ah, okay. So lange haben wir wahrscheinlich Zeit, um das zu ernten. So. Das ist mehr als genug. Also dann, ziehen wir ein Wildschwein auf. Such dir einfach eins dieser entzückenden kleinen Ferkel aus. Dann zeige ich dir, wie man es zu einem großen, starken Kampfschwein heranzieht. Okay. Ja. Nehme ich ein dunkles oder nehme ich ein weißes? So, das will ich nicht hier, das Huftige. Ein dunkles oder ein weißes? Unsere Klamotten sind ja eher dunkel. Ich nehme ein weißes. Das will ich. So, setze dein Ferkel im Stall auf den Boden und füttere es mit der von dir gezüchteten Vita-Wurzel. Wenn es die Wurzel gefressen hat, musst du dafür sorgen, dass es sich bewegt, damit es keine Kalorien bekommt. Keine Kolik bekommt. Hole Wasser am Brunnen, wenn dein Wildschwein durstig ist. Wasche es, damit es sein altes Frischlingsfell verliert, wenn es wächst, und spiele mit ihm, um eine enge Beziehung mit ihm aufzubauen und seine geistige Entwicklung zu fördern. Wenn es aufgewachsen ist, bring es her, damit ich es begutachten kann. Okay, also hier Wasser sollen wir holen. Volk, Wasser aus einem Brunnen schöpfen. Können wir nochmal Wasser schöpfen? Okay. Nochmal Wasser. Wo ist jetzt das Wasser? Vier Wasser. Ah, jedes Mal drücken gibt ein Wasser mehr. Dann nehmen wir ein bisschen Wasser mit. Ich weiß ja nicht, wie viel Durst hier dieses Schweinchen hat. Vier Wasser gibt es immer. Okay. Fünf Wasser. Okay, 19 Wasser sollten erstmal reichen, oder? So, und jetzt nehmen wir... Ich nehme, glaube ich, das... Ach so, das weiße Schwein haben wir uns ja schon ausgesucht. So, und das sollen wir jetzt hier... Ah, das sollen wir hier hinsetzen. So. Die Maustaste kannst du am Ziel alt, während die Taste gedrückt ist. Nehmen wir das mal ein bisschen. Kann man das hier hochziehen? Nee. Okay, So, und jetzt? Spiel mit dem Jungtier. Hebe das Jungtier auf und lege es in dein Paket. Nee, wir wollen spielen. Okay, haben wir jetzt schon gespielt. Fütter das Jungtier mit Vita-Wurzel. Die haben wir ja noch, ne? So, ha. Ist das jetzt schon größer geworden? Nö. Doch ein bisschen, oder? Keine Ahnung. Besitzer? Cool. Ah, verbleibend 6 Sekunden und dann? Hallo? Ah, jetzt ist es gewachsen. Durst, okay, Wasser, hier. Huh, noch mehr gewachsen. Das ist schon ganz schön groß. Was ist jetzt? Waschen. Okay. Das ist ja cool gemacht. Okay, jetzt ist happy. Und jetzt? Hallo? Ah, schon wieder was. Nee. Ah, eine Sekunde. Okay. Und jetzt? Spielen. Haha. Yes. I like dancing. Cha, cha, cha. Okay. Und nun? Ui! Jetzt ist es explodiert, oder was? Das ist ja riesig. Nimm das ausgewachsene Begleiter und steck ihn in deinen Beutel. Aha. Rechtsklicke das Reittiersymbol in deinem Beutel, um dein Reittier herbeizurufen. Platziere das Symbol für den Schnellzugriff in deiner Shortcut-Leiste.
Okay. Okay. Rechts klicken. Du willst hier rein, oder was? Ah, jetzt ist es da. Hallo Schweini. Du bist ganz schön groß geworden, du. Ja, leck mir am Arsch. Du bist ja riesig. Mein Gott. Hui. Hallo. Naja. Okay, hallo. Gut gemacht. Ihr scheint euch ja schon prima zu verstehen. Bitte mit diesem mit diesem Geschenk hältst du deinen neuen Freund unterwegs gesund und glücklich. Möge dir dieses Wildschwein gute Dienste leisten. Okay. Halt die Wunden eines Begleiters. Okay. Okay. So, nu. Ah, da oben. Ist das? Tun wir das mal hier daneben ziehen, oder? So. Okay. Oh, was? Wieso steht das jetzt hier? Kann ich das wegmachen? Das ist ein bisschen eine blöde Position hier. Das ist ein bisschen behindert gemacht hier irgendwie mit dem. Weil man kann das nämlich irgendwie verschieben. Und man muss dazu drücken, aber das geht nicht irgendwie nicht immer. Also. Oder kann man das vielleicht gar nicht verschieben, aber das kann man dafür. Dann würde ich sagen, mache ich das einfach mal ein bisschen höher, so. Und das hier hin. Ein bisschen runter. So, sind die gleich hoch ungefähr? Nicht ganz, oder? So. Und jetzt das noch. So. Ein Ziel vom Ziel ist jetzt hier. Okay, das machen wir. Ah, müssen wir noch ein bisschen höher machen, sonst sind die Buffs dann hier drüber. Das ist auch blöd. So, also wenn man hier seine Button verschieben will, einfach die Umschalttaste drücken. Und dann hier so auf diesen, auf den Balken, den man verschieben will, halt drauf gehen. Und dann kann man das hier an die Position schieben, die man gern hätte. Bis jetzt habe ich allerdings noch rausgefunden, wie man die Dinger verschiebt. Das hier geht irgendwie, habe ich noch nicht rausgefunden. So, Begleiter können ihre eigene Ausrüstung haben. Aha. Begleiterhelm, Kampf, Reittier. Okay, was ist das? Auf Begleiter aufsteigen. Ah, habe ich auf B gesetzt? Haha, wie cool. Yeah. Wir können reiten. Ja, ist das geil. Didi. Was kann er noch? Reisegefährte. Den Reisegefährte. Ach, kann man hier sogar mehr mitnehmen oder was? So, was ist das? Herbeirufen, das abbrechen. Okay. Und. Laufen. Ah, jetzt sind wir schneller. Oh, geht es ab. Yeah. Hui. Sehr cool. Sehr cool. Ah, wie das lenkt. Na gut. Ausrüstung. Hat die vielleicht sowas? Wir steigen mal wieder ab. Zack. Was ist das? Folgenmodus. Ah, Standby. Folgen. Okay, ja, folgen. Kein Begleiter zum Ries. Aber hier war doch eben hier erlaubt Nutzung des. Ah, hier. Für Gold haben wir ein Gold. Ein Reittiersattel. Und. Ist teuer hier. Das andere ist teuer, aber das hier. Helm und. Beinschützer. 9 Silber, das kaufen wir mal, oder? So. Oh, ein Erfolg. Schäbische Begleiterausrüstung kaufen. Cool. So, und jetzt hat der doch hier sowas. Kann man das einfach rechtsklicken? Ah, ah, schau hier. Jetzt hat er hier so eine Dinger an. Was ist das hier? Das ist der Helm. Okay. Und ein Sattel. Ja, schön.
aufsteigen. Zack. Sehr cool. Das ist sehr cool. So, jetzt legen wir hier runter. Jetzt mal aus Versehen mal verkaufen. Was geht das? Ach so. Absteigen. Und mit der F8 drücken geht's. Ah, dann rennt das weg. Ja, sehr cool, sehr cool. So, legen wir das hier her. Das brauchen wir für unseren Begleiter. Das ist ein Trank. Und Wasser. Weiß ich nicht, ob das hin und wieder mal was trinken muss. Und hier haben wir Früchte. Das ist ja so Baumaterial. Und unser Gleiter ist wieder. Wieso war denn der? Warum war denn der weg? Ach, weil wir vorhin das Schwein getragen haben, vielleicht. Okay, drücken wir nochmal. Ah, da kommt's wieder. Dann können wir aufsteigen, oder? Yes! Ja, sehr cool. Wir haben unser erstes Reittier. Sehr, sehr cool. So, und jetzt reiten wir doch gleich mal zum nächsten Questgeber, der hier irgendwo rumsteht. Und zack. Und der steht hier. Und da fragen wir doch mal. Steigen wir mal ab. So. Hallo. Hallo. Möchtest du dir ein eigenes Haus bauen? Oh ja. Dann sieh dir aber zuvor eines dieser wunderschönen Modellhäuser an. Nur zu. Träume ruhig ein wenig. Okay, das heißt wahrscheinlich, wir können uns das gar nicht leisten, oder? Okay. Sieh dir die Modellhäuser hinter Ding an. Okay. Gucken wir mal. Kommt das Schwein mit hier rein, oder was? Jetzt ist es weg. Okay. Ja, schön, ne? Ist das ein Flachbildschirm? Nee, ne? Oh. Was war das? Ich wäre nicht überrascht. Vergiss zu frei wie ein Vögel davon. Okay. Das ist wie so ein 3D-Bild, oder was? Ja, cool. Stuhl? Da können wir uns nicht draufsetzen, oder was? Ah, hier ist das hier, eine Kerze. Okay, Kerze aus. Kerze an. Haha, geil. Okay, hier geht es noch die Treppe hoch. Truhe. Achso, da haben wir die Kerzen nur angemacht. Okay. Ja, Kamin. Bett. Bett ist gut. Bett ist super. Knopf drücken. Achso, haben wir das Licht wieder ausgemacht. Ach, das ist die Lampe. Okay, 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 okay. Ja, Fenster, wo man hier rausgucken können. Wir sind zu klein. So, von außen habe ich doch da einen Balkon gesehen, oder? Kommen wir da irgendwie raus? Ah, cool. Ja, schau her. Ja, hier sitzen. Ja, super. Schöne Aussicht hier, frische Brötchen. Ja, cool, cool, cool. Hier, Gemüsebeet gibt's auch. Ja, das Haus nehme ich. Gefällt mir. Das Haus nehme ich. Können wir das haben? Wo ging's hier runter? Hier geht's runter. Ja, coole Hütte. Oh. Kann man ja auch was anklicken. Ah, nur Licht aus, Licht an. Okay, schade. Ich dachte, hier gibt's auch noch ein bisschen was zu sehen. Na, dann nicht. So, dann gehen wir wieder raus. Das andere Haus wollen wir uns auch noch anschauen, oder? So, das gefällt mir ganz gut hier mit der Dachterrasse. Sehr cool. Und hier ist der hier ist ein Haufen Brot hier, oder? Hier draußen. Okay. Okay, hier auch schönes Bett. Ah, das geht. Hier kann man sich hinlegen. Haha, wie er sich ins Bett gelegt hat. Uff. Okay. So, hier kann man aber auch nicht rausgucken. Sind wir auch zu klein. Ah, das hat nur diese eine Etage hier. Aber das hat er doch auch zwei, oder? Da oben ist doch ein Spitzboden. Okay, also ich würde, wenn ich mir eins aussuchen kann, hätte ich gerne die Hütte hier. Die gefällt mir. Mit dem kleinen Garten da oben drauf. Das finde ich ganz cool, ne? Was gibt's hier? Was haben wir gekriegt? Mais haben wir gekriegt. Okay, cool. Mais. So, diese Nuyan Designs sind für uns Zwerge besonders geräumig und daher ein echtes Schnäppchen.
Wenn du jemals selbst eins bauen willst, solltest du nach Mirage kommen und dir auch eines kaufen. Ah, okay. Also die kann man irgendwie wohl in Mirage kaufen. Okay, was kriegen wir jetzt? Zwieback. Okay. Na gut. So, und wo müssen wir jetzt hin? Ah, erstmal wieder hier unser Schweinchen rufen. Kann man das eigentlich umbenennen? Rechts. Zielvoll. Umbenennen, jawohl. Und wie nennen wir unser Schweinchen? Oh, wie nennen wir unser Schweinchen? Unser Schweinchen heißt Sepp. Der Sepp. Zack. Hehe, Sepp. So, aufsteigen. Zack. Und los geht's. Und kann das auch kämpfen hier, oder was? Ah, es muss Level 20. Ach, es ist Level 10. Okay, levelt das vielleicht mit sogar, oder was? Und dann kann das hier nagen. Ah, mit dem können wir auch kämpfen, wie es aussieht. Cool. Okay, ja, dann erstmal hier runter an den See und Feenblatt essen. So, kannst du auch schwimmen, Kollege? So, drücken wir. Ah, okay. Also wir können nicht interagieren da drauf. Ist dir Jinga aufgefallen? Er war so fröhlich, als er hier ankam. Jetzt ist er so still, echt komisch. Wenn er besoffen ist, labert er von einer Frau, einem Kind, Familie. Dann haut er ab und ist wieder still. Moment, Familie? Hat er doch nicht. Er lebt und arbeitet allein, hat weder Frau noch Kind zu Hause. Vielleicht sind das nur Flausen, keine Ahnung. Sobald er trinkt, redet er jedenfalls davon. Hey da! Diese Felsblöcke bauen sich nicht von selbst ab. Schon gut, los geht's. Okay. Das sah eben auch so ein bisschen wie so 3D-Fernsehen ohne Brille, ne? Irgendwie, keine Ahnung, spricht mit wie da oben lang irgendwie. Okay, Sepp rufen hier. Ja, komm ran. Wie er da aufspringt. Richtig schön. Also ich habe echt schon viele MMOs gespielt, aber wie hier mit dem Mount, auch dass man sich das irgendwie erst aufziehen muss und so. Und also das ist richtig klasse. Gefällt mir super gut. So, okay. Tun wir hier mal daneben parken. So, wieder absteigen. So, mein Freund. Das mag seltsam klingen, aber kennst du einen Ort, an dem Zwerge riesige Gesichter aus dem Stein geschlagen haben? Ich sah es gerade eben in einer Vision, aber ich weiß nichts über. Bei Satigons Bart, hast du gerade ein verdammtes Feenblatt gegessen? Das wird dich noch den Verstand kosten. Natürlich erzeugt es eine Vision dessen, was man sich wünscht, aber es sind Visionen der Feen, Trugbilder. Hat dich denn niemand gewarnt? Dich hat keiner gewarnt, wie du beim Friseur warst, oder? Mein Gott. Tut mir leid, ich wollte nicht schreien. Bist du etwa ein Flachländer? Kein Zwerg, der an den Bergen groß wurde, wäre verrückt genug, ein Feenblatt zu essen. Nun, geschehen ist geschehen. Wenn du den Touristen spielen und Feenvisionen hinterherjagen willst, nur zu. Also, Zwerge, die Gesichter aus Stein hauen, ja? Klingt ganz nach der alten Golemfabrik. Okay. Die ist heutzutage aber eigentlich verlassen. Seit wir Mechs, was sind Mechs? Herstellen können, braucht niemand mehr Golems. Folge dieser Straße nach Osten und du kommst direkt an der Fabrik vorbei. Aber sei vorsichtig, ich habe gehört, dass es in letzter Zeit große Probleme mit den defekten Golems gab. Siehst du? Hätte man die Mechs. Ach so, Mechs, okay. Okay. Ja, dann hier ab auf den Sepp und gib ihm. Sprich mit der Wache. Okay. Gegenstände. Was ist das hier oben eigentlich immer? Möge ein Opfer. Irgendwelche Erfolgsmeldungen, was irgendwelche anderen Spieler schaffen, oder? Interessant.
interessiert mich eigentlich überhaupt nicht. Müssen wir mal schauen, wo man das ausschalten kann. So. Dann gucken wir mal. Hier unten sollten wir hin. Da hinten leuchtet es blau. Das ist unser Quest-Abnehmer. Und was sind das? Das sind wohl diese Meshs hier, oder was? Angriffsausbildung. Okay. Das sind so Roboter. K9. Na gut. So. Okay. Ich finde das auch cool, dass man absteigt und das ist halt noch da so, ne? Das gefällt mir. So. Oh, okay, was eine Grußmeldung. Willkommen in der Golemfabrik, Fremdling. Was führt dich her? Ich suche nach riesigen Steingesichtern, die hierher gebracht wurden. Existieren noch einige davon? Ha! Sieh dich nur um. Diese Berge sind voll von versteinerten Kolossen. Aber wenn du nach den Überresten der Kolosse suchst, aus denen Golemstein geschürft wurde, findest du vielleicht dort drüben auf der anderen Straßenseite noch welche. Sieh dich nur um. Okay. Es kommt mit. Cool. Und wenn wir hier sagen, stand by, was macht's dann? Dann bleibt stehen, oder? Okay. Cool. Komm her, mein Freund. Hehe. So, was sollen wir machen? Sprich, mit dem Steingesicht sprechen. Ah, da hinten ist grün. So ein Umhauen hier. Mal sehen, was passiert. Okay. Die sind noch ganz cool alle hier. So. Level 14. Hat Mana, hat er gute Leben? Okay. Sieht man irgendwo, wo... ich habe da vorhin irgendwo hingeklickt, wo das... Das war umbenennen. Wo diese Begleiterausrüstung... Wo war denn das? Wo war denn das? Achso, wenn man jetzt rechtsklicken, steigen wir auch auf. Auch nicht schlecht. Was war da vorhin? Irgendwas mit Begleiterausrüstung, oder? Beute, Questbuch. Vielleicht hier rechts? Ne, dann schicke ich den ja weg. Skillfenster, Karte, Handwerk, Community. Hm. Truhe öffnen? Was für eine Truhe? Hm. Wo war das mit dieser Begleiterausrüstung? Hm. Ah, hier war das, oder? Begleiter, hier, genau. Genau, hier sind jetzt die Sachen, die er anhat. Gesundheit, Mann. Erfahrungspunkte, ja, genau. Er hat sogar schon 7,38%. Ja, coole Sache. Coole Sache. Okay. Ja, hier können wir sprechen. Sei gegrüßt. Kommst du, um meinen letzten Stein zu schürfen? Das soll ein Gesicht sein. Naja, gut. Er lebt noch. Aber wie ist das nur möglich? Entschuldige, ich wollte dich nicht erschrecken. Komm, unterhalten wir uns etwas. Wie seltsam, wieder ein Zwerg zu sehen. Es sind viele Jahre vergangen, seit mich meine Brüder hierher brachten und mich zerteilten, um aus mir ihre Golems herzustellen. Die sind ja nicht so nett gewesen, oder? Ach, deine Brüder, also meine, die Zwerge. War das nicht schmerzhaft? Wie kannst du nur so gelassen reden? Durch die Kraft des Friedens, kleine Person. Wenn die meinen sich zur Ruhe setzen, werden wir eins mit der Erde. Wir zergehen mit der Zeit. Was aus unseren Körpern wird, interessiert uns nicht. Doch ich bin neugierig. Was führt dich hierher? Warum wünschst du, mit jemandem wie mir zu sprechen? Ich habe ein Feenblatt gegessen und sah in meiner Vision, wie jemand von deinem Volk hierher transportiert wurde. Ich weiß nicht, was das bedeutet oder welchen Bezug es zu meiner Suche hat.
Hast du mich vielleicht schon einmal gesehen oder erinnerst du dich an einen Zwerg namens Michael Jinga? Es tut mir leid. Ein Großteil meiner Erinnerung ist entweder verfallen oder wurde von den Meißeln deiner Artgenossen abgetragen. Wenn du Kolossfragmente von den zusammengebrochenen Golems sammelst, dann erinnere ich mich vielleicht. Okay. Ja. Das ist unsere nächste Aufgabe. Das ist unsere nächste Aufgabe. Und die erledigen wir natürlich, aber die erledigen wir in der nächsten Folge, denn die Zeit ist wieder rum. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr mir hier einen Daumen nach oben da lasst. Schreibt gerne eure Kommentare unten in die Kommentarbox. Welches Mount habt ihr denn genommen? Das schwarze, das weiße oder das gelbe Schwein? Ja, ich weiß auch nicht, wie das ist. Ob andere Fraktionen hier vielleicht auch eine andere Auswahl haben. Als Zwerg hatten wir jetzt ja nur die Schweine hier. Aber quasi Schwein gehabt. Genau, schreibt das gerne mal in die Kommentare, würde mich interessieren. Und ja, schaltet gerne wieder ein, jeden Tag um 17 Uhr eine neue Folge hier auf diesem Kanal. Und ich sage Tschüss und Bye Bye.